Hallo Joshua, willkommen in Mainz. Hallo. Joshua, habe ich es richtig ausgesprochen oder wie sagt nein, man richtig? Nein. Auf Französisch normalerweise sagen wir Josua. Josua. Ah, okay. Ja, willkommen in Mainz, wie geht's dir? Ja, gut. Sehr glücklich hier zu sein und hat richtig Bock. Im Sommer wurdest du vom VfL Wolfsburg als Legende verabschiedet. Du warst sehr lange da. Was hast du denn seitdem so getrieben? Seitdem habe ich hart trainiert und mich so vorbereitet für meine neue Herausforderung. Aber ja, ich hatte eine sehr, sehr gute Zeit gehabt in Wolfsburg und ich bin immer noch dankbar. Als du von unserem Interesse gehört hast, was war denn dein erster Gedanke? Sofort habe ich mit Martin geredet. Das war am 18. September, ein Tag vor meinem Geburtstag. Nein, am 19. September habe ich meinen Vertrag bekommen als Geschenk für meine 33 Jahre. Und was hast du so für Erwartungen an deine Zeit hier bei Mainz 05? Ich hoffe, dass wir werden diese Kurve kriegen. Und ich habe immer gegen Mainz gespielt, das war immer sehr hart. Habe ich nicht sehr oft hier gewonnen. So, ich hoffe, dass wir werden mehr Spiele gewinnen als verloren. Du hast Martin Schmidt gerade schon angesprochen. Du hattest ihn mal als Trainer, ist das korrekt? Ja, ich habe ihn gehabt in Wolfsburg als Trainer. Was ist da so hängen geblieben? Ja, sehr guter Mann. Und ein gutes Trainer, aber du weißt, wie das ist, das Fußball manchmal, das klappt nicht. Und wir hatten eine sehr, sehr schwere Zeit gehabt. Und ich hoffe, dass jetzt für diese nächste Zusammenarbeit werden wir Erfolg haben. Was ist denn so deine Lieblingsposition auf dem Platz? Wo spielst du denn am liebsten? Ich bin ausgebildet als Sechser, aber auch als Innenverteidiger habe ich Spaß und ich bin ein defensiver Spieler. Das ist das Wichtigste. Und was würdest du sagen, sind denn deine absoluten Stärken auf dem Platz? Ich werde sagen, ich habe einen großen Mund. So, ich mag mit meine Kollegen zu reden, aber ich versuche immer ein Vorbild zu sein. Ich bin zweikampfstark, laufstark und oft kopfballstark. Bisher, muss man ja sagen, läuft es nicht ganz so optimal bei uns. Was stimmt dich denn optimistisch, dass wir das Ruder rumreißen mit dir? Ja, weil der Potenzial ist da und manchmal im Fußball es ist wie in anderen Sport. Wir brauchen wieder dieses Selbstvertrauen zu haben. Ich weiß, dass in Mainz es gibt auch eine sehr gute Stimmung und wir werden das kriegen, bin ich 100% sicher. Du bist ja so ein bisschen bekannt dafür, immer gut drauf zu sein, immer zu lachen. Was ist denn dein Geheimnis? Nee, einfach, ich mache den schönsten Job in der Welt. Ich glaube, alle Kinder, sie träumen, so Fußballprofi zu sein, so deswegen bin ich immer glücklich, zum Arbeit zu kommen. Da wollen wir dich mal noch ein bisschen kennenlernen. Wir haben gesehen, du hast eine eigene Foundation. Ja. Erzähl doch mal. Ja, das ist meine. Es ist schwer für mich, stolz zu sein, aber das ist meine alles. Wir haben jetzt 22 Kinder in Guinea. Die sind ohne Kinder und wir betreiben so Schule, Essen und auch Sport, weil es ist auch sehr wichtig für Kinder. Was ist dir denn im Privatleben so am wichtigsten? Meine Kinder und meine Familie. Wir hören gerade schon, du sprichst echt perfekt Deutsch, du sprichst dazu so auch Englisch, Französisch, Spanisch, du sprichst vier Sprachen. Wie kommt das denn? Ja, weil ich habe auch in Spanien gespielt und in Deutschland, Englisch sowieso. Aber ich bin jemand, dass wenn ich bin woanders, ich möchte wirklich diese Atmosphäre, diese Stimmung, diese Kultur lernen. Und deswegen bin ich auch glücklich, dass ich kenne vier Sprachen. Ich habe immer ich kenne normalerweise fast mit allen Spielern in der Kabine reden. Und habe ich doch gesagt, dass ich habe einen großen Mund, so ich muss das nutzen. Du bist heute schon so ein bisschen durch Mainz gefahren, hattest schon einen Medizincheck, bist hier im Hotel. Wie ist denn dein erster Eindruck von Mainz? Ja, die Leute sind sehr einfach, sehr nett auch. Und leider, ich hatte noch keine Zeit, wirklich mit den Leuten zu reden, aber ich merke, das ist wie der Verein. Ich glaube, das ist eine gute Stadt und ich hoffe, dass wir werden sie glücklich machen mit unserer Leistung. Kennst du denn schon jemanden aus der Mannschaft oder hast du die Mannschaft schon kennengelernt? Nicht persönlich, aber Junior habe ich ihn getroffen jetzt in der Kabine, hat mir gesagt, ah Josh, haben wir uns getroffen in Mauritius von 2 Jahren. So, vielleicht kenne ich nur Junior, aber keine persönlich, noch nicht. Hast du eine Message an die Fans?
Boah, ich bin Aguila Voghi und bin sehr glücklich hier zu sein und ich hoffe, dass ihr könnt schon sehen, dass ich werde immer das Beste geben, um zu meiner Mannschaft zu helfen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Vielen Dank. Dankeschön.